Würzburg Radio, es ist wieder soweit. Ja, schon geht es auf den Monat Juni. Herzlich willkommen, Jürgen Götz, der Bürgermeister der Gemeinde Veitshöchheim. Herzlich willkommen im Studio. Hallo, grüße dich. Ja, Jürgen, es ist ja in der letzten Monat, in den letzten Wochen so einiges passiert. Nicht? Man darf wieder richtig an die frische Luft. Es passiert einiges in Veitshöchheim. Die Promenadenmischung, nicht? Die ist ja ein Jahr ausgefallen und hat jetzt dann also endlich wieder stattgefunden. Ich glaube auch mit recht gutem Anklang. Ja, es waren doch etliche 1000 Besucher an der Mainlände zugegen. Das Wetter hat ja auch gepasst, also es war wieder richtig gut was los, wie das an den letzten Sonntagen auch insgesamt ja gewesen ist, so auch bei der Promenadenmischung. Beim Hobbykünstlermarkt in den Mainfranksälen war etwas weniger los, war auch diesmal etwas weniger Beteiligung von Künstlern. Aber insgesamt waren wir ganz zufrieden, auch die Künstler waren zufrieden. Und wichtig ist auch, dass wieder was passiert, dass die Leute auch wieder eine Anlaufstelle haben und ja, und dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Ja, es hat ja im Allgemeinen bei Veranstaltungen immer so ein bisschen das Problem, dass man eben nach Pandemie und nach all diesen Dingen so ein bisschen schwierig in den Alltagsrhythmus hineinkommt, ne? Ja, das ist richtig, vor allen Dingen, weil nach den, ja, Monaten und Jahren der Pandemie, in denen ja fast nichts gelaufen ist, jetzt plötzlich wie auf einen Schlag alles wieder losgeht. Also die Kalender sind voll und so sind auch jetzt die letzten Wochen verlaufen. Aber wie gesagt, es ist natürlich schön, dass jetzt auch wieder was geht. Ja, eins habe ich mir auch nicht entgehen lassen. Das war im letzten Jahr schon wunderbar und in diesem Jahr auch wieder. Weinschlendern war angesagt. Und du bist immer ganz glücklich, wenn die Weinprinzessin und so weiter, du die da begrüßen kannst. Beim Weinschlendern war auch wieder eine tolle Veranstaltung. Auch das, genau. Tolle Resonanz. Zum vierten Mal jetzt schon das Weinschlendern. Also kann man schon von einer Traditionsveranstaltung sprechen. Und in der Tat, die Weinprinzessinnen aus Güntersleben und Tüngersheim waren vor Ort. Unser Weingott Bacchus in Persona von Oswald Bamberger war natürlich mit am Start. Und was mich besonders freut für das Weinschlendern und zum vierten Mal war hier auch der Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes, Arthur Steinmann, und erstmals auch der neue Geschäftsführer des Touristikverbandes Weinfranken, also der Herr Mayberger, der ja erst vor kurzem ins Amt gekommen ist. Also es war insgesamt wieder eine tolle Sache. Wetter hat mitgespielt, die Leute waren begeistert, die Stimmung war gut und so kann es weitergehen. Ich habe gesehen, der Kindergarten da oben, halt, sozusagen das Improvisorium, ist schon einiges aufgebaut, da steht schon einiges. Und mittlerweile sind aber auch zum Thema Kindergarten Fluchblätter aufgetaucht und das muss man natürlich mal richtig stellen. Nicht ohne Namen, ohne alles, die kommen also nicht von der Gemeinde. Das ist richtig, es werden zurzeit von einer Initiative für den richtigen oder besseren Kita-Standort entsprechende Flyer verteilt mit der Maßgabe, Eingaben zu machen gegen eine Änderung des Flächennutzungsplanes. Das ist ja durchaus legitim, dass man seine Meinung da kundtut. Dafür gibt es ja dieses Bauleitplanverfahren, das ja mehrstufig ist. Jetzt, wir sind ja jetzt noch in einer vorgezogenen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden. Und da kann jeder natürlich auch seine Bedenken oder sachlichen Argumente dann auch vorbringen. Und jetzt wird zurzeit in Form eines Flugblatts oder eines Zettels, wo man also schon vorgegebene Antworten hat, die nur noch angekreuzt werden müssen, von einer Initiative da etwas Stimmung gemacht, ich sag mal, gegen den Standort hinter der Tennishalle. Aber wie gesagt, die Zettel, natürlich, wenn sie kommen, wenn sie ausgefüllt werden, können sie im Rathaus abgegeben werden, werden sie auch entsprechend behandelt im Verfahren, das ist klar. Aber wie gesagt, wir sind jetzt in der frühen Phase des Verfahrens des Flächennutzungsplanes. Wir werden ein gleiches Verfahren dann ja auch nochmal für den Bebauungsplan haben. Und wir haben ja angestoßen mal eine Grobplanung, wie denn überhaupt so ein Gebäude auf dem Grundstück stehen könnte,
mit der entsprechenden Größe auch und die Lage und die Zufahrt, wie das Ganze sich dann auch planerisch verhält. Da gibt es ja noch nichts diesbezüglich. Und wenn das dann mal etwas klarer wird, wenn es da dann ein paar Varianten gibt, die dann auch diskutabel sind, dann werden wir sicherlich auch noch mal eine Veranstaltung machen, zu der wir dann auch die Bürger einladen, wo dann also auch jeder noch mal auch seine Meinung sagen kann. Fakt ist, wir sind als Gemeinde nicht so reich gesät an Grundstücken, dass wir große Auswahlmöglichkeiten hätten. Das ist halt leider so. Und ich sage mal, gibt natürlich immer für und wieder für jeden Standort, den man ausgucken würde. Und der Gemeinderat hat sich aber einstimmig, das darf ich ausdrücklich nochmal sagen, für diesen Standort entschieden. Ich meine, es ist natürlich, man ist auch durch den Zuwachs an Kindergartenplätzen, die jetzt in der letzten Zeit eben gekommen sind, auch da ziemlich unter Druck geraten, einfach Entscheidungen treffen zu müssen. Ja, das ist richtig. Wir sind da, also wir haben ein Defizit an Kindergartenplätzen. Es gab jetzt in den vergangenen Monaten Wochen, da war also in der Woche 2, 3 Rechtsanwaltsschreiben auf meinem Tisch, wo also Eltern den Rechtsanspruch quasi einklagen wollten und geltend machen wollten für einen Kindergartenplatz. Also die Gemeinde ist ja verpflichtet, hier ausreichend Plätze zur Verfügung zu stellen. Deswegen haben wir ja jetzt auch dieses Provisorium, von dem du gesprochen hast, mit den Containern in den Sandäckern stehen. Dort wird ja Beginn sein im September. Und die Plätze sind also da auch schon relativ gut besetzt. Also wir haben da nicht mehr die Lücken oder die Kapazität als Reserve, die wir eigentlich ursprünglich mal hatten, weil eben der Bedarf sich ständig ändert. Und er ändert sich im Moment, und das ist einfach so, halt nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Ja, aber ich meine, einen Vorteil hat eben dieser Standort da oben, nicht? Da können die Mütter die Kinder aus dem Kindergarten abholen und können dann gleich schräg gegenüber ins Geißbad gehen. Das hat wieder geöffnet. Da gibt es aber so ein paar Einschränkungen bei schlechtem Wetter und so weiter, wenn Kassen teilweise nicht geöffnet sind. Ja, bei schlechtem Wetter, je nachdem, wenn eben Schlechtwetter ausgerufen wird, das wird dann natürlich auch über unsere entsprechenden Medien und Kanäle bekannt gegeben. Kann aber ja trotzdem, wenn die Kasse nicht besetzt ist, das Bad besucht werden, wenn man die entsprechende Karte hat. Natürlich mit einer Saisonkarte, mit einer 10er-Karte oder mit einer 30er-Karte kann man also am Drehkreuz sich den Zutritt verschaffen. Da braucht man dann ja das Kassenpersonal nicht. Also Badeaufsicht ist gewährleistet, auch in diesen Zeiten des Schlechtwetters. Und von daher also der Badespaß auch möglich. Wenn es natürlich gewittert, dann geht es natürlich nicht. Das ist glaube ich, klar. Aber ja, wenn es normal etwas kühler ist, bedeckt ist oder leicht regnet, geht es über die genannten Karten durchaus. Da hat die Gemeinde ja auch mit zu tun, und hat man da auch Personalschwierigkeiten, speziell Schwimmbad und dergleichen, was da benötigt wird? Ja, es ist natürlich so, wir brauchen ja bei der Größe unseres Bades auch entsprechende Anzahl an Rettungsschwimmer, die natürlich Badeaufsicht machen. Und bei 7 Tage die Woche, wo wir geöffnet haben, von frühmorgens bis abends, da braucht man natürlich dann auch einige an Mitarbeitern, die das Ganze unterstützen. Wir haben ja Hauptamtliche, und wir haben dann sogenannte Saisonkräfte, die wir jedes Jahr auch suchen. Also wer da Interesse hat, wer da Lust hat, mit einem Rettungsschwimmerschein, ist natürlich jetzt herzlich willkommen. Wer gerne möchte und hat aber keinen Rettungsschwimmerschein, dem kann also auch geholfen werden. Unsere Wasserwacht ist also bereit, auch kurzfristig guten Schwimmern da diese Rettungsschwimmerausbildung zu ermöglichen, dass er diesen Schein dann eben, dass man diesen Schein machen kann, um dann auch Beckenaufsicht zu machen, genau. Sicherlich eine gute Angelegenheit, nicht? Sollte man sich mal merken, nicht? Wenn man seinen Rettungsschwimmer da nochmal machen möchte, und kann da natürlich gut nochmal tätig werden. Jetzt soll in Veitshöchheim eine Sicherheitswacht entstehen. Und wie ist das Ganze entstanden? Wie kam man auf die Idee? Was sind an sich diese Aufgaben dieser Sicherheitswacht? Ja, die Polizeiinspektion Würzburg-Land ist an uns herangetreten. Wir sind ja die zweitgrößte Gemeinde im Landkreis nach der Stadt Ochsenfurt, die aber eine eigene Polizeiinspektion hat. Dieses Instrument der Sicherheitswacht gibt es ja schon seit einigen Jahren in Bayern.
Und die Sicherheitswacht ist im Prinzip, das sind Freiwillige, die Streife gehen, auch in Uniform, also angelehnt an die Polizeiuniformen, die mit Funk ausgestattet sind, die entsprechende Befugnisse haben, zum Beispiel die Erteilung von Platzverweisen, und die natürlich dann Streife gehen im Ort und dann einschreiten können, die aber auch Auskunft erteilen können, wenn Touristen zum Beispiel Fragen haben oder wenn einer irgendwas Unerlaubtes wegwirft, einschreiten können, wenn ein Hund nicht angeleint ist oder irgendwelche Hinterlassenschaften liegen gelassen werden. Also das sind so Dinge, wo die Sicherheitswacht dann auch entsprechend zur Tat schreiten kann. Oder natürlich auch, ich sag mal an einem Spielplatz, wenn es dort zu Vandalismus kommt, zu Beschädigungen kommt, dann kann da die Sicherheitswacht natürlich auch möglicherweise für Entspannung sorgen, ist über ihr Funk dann auch mit den Streifen der Polizei verbunden, sodass also da auch kurzfristig und kurzzeitig dann auch entsprechende professionelle Hilfe von Polizeiseite kommt. Die Ausbildung dieser Sicherheitswachtleute, das sind ja ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger, erfolgt über die Polizei direkt. Auch die Bezahlung, die kriegen also dann als eine Ehrenamtspauschale oder Aufwandsentschädigung, wird über den Freistaat Bayern dann auch erfolgen, sodass die Gemeinde da keine Kosten hat. Und der Gemeinderat hat beschlossen, jetzt mal ein Jahr jetzt zu machen, mal zu gucken. Wie gesagt, wir wären damit oder sind damit dann die erste Gemeinde im Landkreis Würzburg, die also so eine Sicherheitswacht dann auch haben wird. Wir waren unsere Baustellen an sich alle los. Oder fast alle los, darf man in Anführungsstrichen sagen. Und dann ist natürlich jetzt die B27, das ist natürlich nochmal wieder eine Baustelle, die gerade im Berufsverkehr extrem was ausmacht. Du hast die ersten Tage jetzt auch mitbekommen mit dieser Baustelle der B27. Was gibt es von Seiten der Gemeinde dazu zu sagen? Ja, das Erste, was es zu sagen gibt, das ist ja keine Baustelle der Gemeinde, sondern der Bundesrepublik Deutschland, also des staatlichen Bauamtes. Das ist eine Bundesstraße. Mir sind keinerlei Beschwerden eingegangen in den ersten Tagen. Natürlich ist die Belastung jetzt für die andere Mainseite durch diese Baustelle natürlich enorm. Aber im Moment ist ja bei uns noch die Nutzung der beiden Abfahrten möglich. Problematischer wird es dann werden, wenn die nördliche Abfahrt Landesanstalt dann in einigen Wochen dann gesperrt wird, weil ja auch zwischen den beiden Abfahrten auf Weizsäulheimer Gemarkung dann natürlich die Asphaltfläche erneuert wird. In der Zeit kann es natürlich schon auch im Ortsgebiet zu Beeinträchtigungen kommen. Und da müssen wir mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber da sind wir dann im Kontakt auch mit dem staatlichen Bauamt und mit der Polizei. Ja, ich meine, hauptsächlich ist ja diejenigen, die von Karlstadt kommen und dergleichen, die das jetzt betrifft, und vor allen Dingen den täglichen Berufsverkehr, der dann dadurch natürlich extrem beeinflusst ist. Aber wie gesagt, die Gemeinde hat da keinen Einfluss drauf. Einfluss haben wir sicherlich auch nicht. Der Turnverein, der sucht immer noch nach einem neuen Vorstand. Nicht? Da soll immer noch einiges passieren. Ja, das ist richtig. Unsere Turngemeinde, einer der größten Vereine im Landkreis, 1800 Mitglieder circa, hat ja normalerweise nach Satzung eine Vorstandschaft mit 5 Personen. Derzeit sind ja da nur 3 Stellen in dieser Vorstandschaft besetzt. Alle 3, die noch aktiv sind im Vorstand, wollen jetzt zur nächsten Mitglieder- oder Delegiertenversammlung dann aufhören. Das heißt, die TGV sucht also hier 5 Personen, die zukünftig die Geschicke der Turngemeinde leiten. Ich glaube, eine Person hat sich mittlerweile bereit erklärt, auch mitzutun. Also wie gesagt, 5 werden benötigt. Die Ressourcen sind entsprechend verteilt und aufgeteilt. Und es wird natürlich interessant und spannend sein, ob man hier Personen findet, die bereit sind, sich hier mit einzubringen. Es ist ja, wie gesagt, bei der Größe und bei 16 Abteilungen, die die Turngemeinde ja hat, sicherlich schon auch eine Herausforderung. Ist also ein Riesenverein auch, ne? Wie viele Mitglieder hat der Turnverein? Ja, 1800 ungefähr. 1800 Mitglieder, ne? Das ist natürlich eine ganze, ganze Menge, ja. Wenn man das angemessen an der Einwohnerzahl nimmt. Ne? Also
Touren und Sport machen ist sicherlich gut und sich da zu engagieren ist natürlich das Bessere. Wir hatten vor einiger Zeit so eine richtig festliche Sache hier mit der Bundeswehr und die Bundeswehr immer ein Teil der Gemeinde Veitshöcher und das natürlich schon sehr, sehr lange und jetzt steht am 17.06. wieder der Tag der Bundeswehr an. Nicht? Und da können wir uns alle drauf freuen. Ich glaube, da werden so etliche Gäste erwartet. Ja, 17.06., ehemaliger Tag der Einheit, Tag der Bundeswehr, sozusagen ein Tag der offenen Tür in der Kaserne. Also es ist da die Möglichkeit, mal auch hinter den Kasernenzaun zu schauen. Die Bundeswehr ist ja seit 1965 hier fester Bestandteil unseres Gemeindelebens. Und es gab ja vor einigen Jahren schon mal den Tag der Bundeswehr. Damals waren rund 20.000 Besucher, glaube ich, da. Mhm. Ähnliche Größenordnung wird auch dieses Mal erwartet. Vielleicht an der Stelle dann auch gleich mal der Hinweis, die Zufahrt wird also im Wesentlichen sein über den Schenkenturm, also über das Südtor der Kaserne. Mhm. Das Haupttor bleibt also verschlossen. Dort ist lediglich für Rettungskräfte eine Zufahrt möglich. Aber auch das Tor im Gewerbegebiet, das ist für Veitshöchheimer offen an diesem Tag, weil im Wesentlichen wird sich das ganze Thema Waffenschauen und Stände, was so alles da geboten wird, im hinteren Teil der Kaserne, also Richtung Waldrand zu Oberdörbach hin, auch abspielen. Also wenn man über das als Veitshöchheimer dann über das Gewerbegebiet, also über das hintere Tor im Gewerbegebiet zufährt, beziehungsweise im Gewerbegebiet parkt und dann dort reingeht, sollte das gut möglich sein. Wie gesagt, Haupttor wird zu sein. Problem ist ja in diesem Jahr auch, dass eben die B27 ja gesperrt ist. Das heißt, auch da wird es natürlich dann sich ziemlich stark kanalisieren auf dem Bereich Zellerbrücke und dann eben Auffahrt zum Schenkenturm. Werden wir sehen, wie das verkehrstechnisch dann werden wird. Ja, und noch eine Meldung haben wir hier noch reinbekommen. Ich durfte ihn schon kennenlernen. In den Mainfrankensälen im Restaurant gibt es dann ab Juli 9 Pächter. Das ist richtig, das freut uns natürlich sehr, sowohl die Mainfrankensäle GmbH als auch die Gemeinde und natürlich mich auch persönlich. Die Familie Schlossarek, die ja bisher die Büttnerstube in Heidingsfeld betrieben hat, wird also mit ihrem Namen komplett hier in das Restaurant der Mainfrankensäle umziehen und ab Juli den Betrieb eröffnen. Wann genau, auf welchen Tag genau, steht noch nicht fest. Die Büttnerstuben sind ja auch immer auf dem Weindorf in Würzburg aktiv, das ja Ende des Monats ja auch beginnt. Und dann muss man sehen, wie dann die entsprechenden Übergänge sein werden, weil sie sich natürlich dann nach dem Weindorf in den Mainfrankensälen auch erst entsprechend einrichten müssen. Und dann, wenn das dann alles so weit abgeschlossen ist, dann werden sie auch starten. Fränkische, gutbürgerliche Küche. Wie gesagt, Erfahrung auch im Großcatering-Bereich und von daher freuen wir uns eben auf den neuen Pächter und dass wir dann auch wieder eine zusätzliche Lokalität in Veitshöchheim öffnen können. Ja, wir freuen uns natürlich auch auf den neuen Pächter und dass da einiges passiert und vor allen Dingen auf einen hervorragenden Sommer in Veitshöchheim. Jürgen Götz, herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.